Ja, die mittlere lineare Abweichung vom Mittelwert bei einer Häufigkeitsverteilung. Voraussetzung, ihr wisst, wie man den Mittelwert bei einer Häufigkeitsverteilung bestimmt und was überhaupt eine Häufigkeitsverteilung ist. Ansonsten schießt euch nochmal das Video. D, die mittlere lineare Abweichung wäre zu berechnen mit erster Wert minus dem Mittelwert. Ganz wichtig, Betragsstriche machen ein Ergebnis, wenn es negativ ist, positiv, mal die relative Häufigkeit vom ersten Wert. Spreche ich gleich nochmal kurz an. Ansonsten auch Voraussetzungen, ihr wisst, wie man eine relative Häufigkeit bestimmt. Plus zweiter Wert minus Mittelwert, wieder Betragsstriche, mal die relative Häufigkeit. So lange addieren, bis ihr beim letzten Wert angekommen seid, minus dem Mittelwert in Betragsstrichen, mal die relative Häufigkeit. Als Beispiel Weitsprung. Ihr habt die Werte 7 Meter gesprungen, 8 Meter gesprungen, 10 Meter gesprungen. Absolute Häufigkeit, zweimal seid ihr 7 Meter gesprungen, dreimal seid ihr 8 Meter gesprungen und fünfmal seid ihr 10 Meter gesprungen, ergibt dann als relative Häufigkeit 2/10. Warum? Das hat nichts mit der 10 zu tun. Zweimal die 7, dreimal die 8, fünfmal die 10 sind insgesamt 10 Werte. Davon zweimal 7 Meter gesprungen wäre als relative Häufigkeit 2/10, entsprechend die anderen. Mittelwert bestimmen. Aus einer Häufigkeitsverteilung sollte klar sein. Dann nur noch einsetzen in die Formel. 7 wäre der erste Wert minus dem berechneten Mittelwert in Betragsstrichen mal die relative Häufigkeit. Und entsprechend einsetzen 8 der zweite Wert minus Mittelwert wieder mal der relativen Häufigkeit. 10 der letzte Wert, der hier vorhanden ist, minus Mittelwert in Betragsstrichen mal der relativen Häufigkeit. Sollte eigentlich relativ gut anwendbar sein, auch wenn ihr eine Häufigkeitsverteilung habt mit entsprechend mehr Werten.